Hallo Leute, heute hier in Elektrotechnik in 5 Minuten. Wie funktioniert eine elektronische Last? Das ist eigentlich was ich ganz ehrlich sage, im Studium irgendwie komplett an mir vergangen ist. Und zwar eine elektronische Last. Ihr kennt ja so klassischen Widerstand. Sowas hier. Hier, so ein Widerstand. Oder einen klassischen Kohlewiderstand. Sowas hier. Ein bisschen Holz, ein bisschen Farbe rum. Herum, die kennt ihr alle. Und ja, das ist ja, sag ich mal, cool. Das sind Teile, so ein Widerstand, der hat einen festen Wert und fertig. Aber es gibt ja auch Anwendungen, sage ich mal, oder zum Testen, wo ich jetzt irgendwo sage ich mal, okay, ich habe hier eine Spannungsquelle und jetzt möchte ich hier sozusagen irgendeinen Widerstand haben. Zeit ist ein bisschen anders. Und zwar einen Widerstand, der hier irgendwie veränderbar ist. Also den kann ich hier einstellen. So wie eine Art Potti. Aber halt schön elektronisch einstellen, sozusagen, dass ich messen kann, okay, was ist jetzt hier zum Beispiel der Innenwiderstand von dieser Quelle, etc. Und ja, wie funktioniert jetzt hier so ein, ich nenne es mal, variablen, elektronisch einstellbare Widerstand oder auch elektronische Last, im Englischen Electronic Load genannt. Ja, das Ganze funktioniert also schematisch ganz billig, muss ich ehrlich sagen, ganz billig. Und zwar, ihr habt hier einen Widerstand und dieser Widerstand ist hier in Reihe geschaltet zu einem MOSFET. So, und hier an dieser Stelle habt ihr sozusagen euren Messwiderstand. Hier ist euer MOSFET. So, und der ist jetzt folgendermaßen. Ihr wisst ja, der kann ja sozusagen sagen, wie viel Strom darf hier durchfließen. Und je nachdem, wie viel Strom das der hier durchlässt, also wie offen das der ist, desto mehr Strom fließt hier runter. Und maximal, wenn jetzt der so komplett durchschaltet, also hier komplett einen Kurzschluss macht, dann habt ihr nur noch diesen Messwiderstand hier unten, den es hier gibt, und den sogenannten hier, diesen, ja, den Drain-Source-Widerstand, eingeschalteten Zustand. Den gibt es ja auch noch. Und man möchte das Ganze natürlich regeln, weil es kann ja sein, dass irgendwas warm wird und so weiter. Deswegen geht man, also wie gesagt, also ganz schematisch jetzt hier, geht man jetzt her und sagt, okay, die Spannung hier am Messwiderstand messe ich und da gehe ich sozusagen hier in einen Regelkreis rein und mit diesem Regelkreis steuere ich sozusagen meinen MOSFET, wie weit ist jetzt hier offen und wie weit ist jetzt hier sehr zu. So funktioniert das ganze Geschichte hier. Noch kleiner formelmäßig, und zwar den maximalen Strom, den jetzt hier meine elektronische Last hier sozusagen an den Eingangsklemmen, wenn man es hier so anschaut, hier den Eingangsklingel aufnehmen kann, der berechnet sich ganz einfach, und zwar, also das ist jetzt hier U-Messgerät, also sprich, das ist hier die Spannung, was hier an diesen beiden Punkten anliegt, und hier drinnen habe ich den R-Drain-Source im eingeschalteten Zustand plus meinen Messwiderstand. Der Messwiderstand liegt ungefähr so wertetechnisch, ja, je nach Hersteller, ich sag mal irgendwie so 0,2, 0,5 Ohm Bereich. Und so könnt ihr sozusagen hier über diesen Eingang, natürlich, das muss ich auch noch dazu sagen, hier ist brutale Kühlung. Also der ist hier brutal im Kühlen, weil ja, der macht hier komplette Verlustleistung. Also der macht nur Verluste. Und ja, das ist hier nur für die Gleichspannungslast, und es gibt natürlich auch noch Wechselspannungslasten und Lasten, die sozusagen das Ganze, die ganze Wärme wieder schön ins Netz rückspeisen können. Das sind auch noch interessantere Geschichten. Gut, also einmal einen Überblick haben, wie ist was in elektronischer Last, wie funktioniert das. Ja, hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, Daumen hoch, hier oben abonnieren, hier nächstes Video. Macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen, euer Alexander Elektrotechnik in 5 Minuten. Tschüss.